E-Mobilität in der Fahrschule. Wie funktioniert die Ausbildung? Wie geht es den Fahrschülerinnen beim ersten Kontakt mit einem E-Auto? Und wie wird der E-Fuhrpark in der Fahrschule eigentlich geladen? Wenn ihr E-Mobilität in der Fahrschule gut findet, dann zeigt es uns mit einem Daumen nach oben und abonniert unseren YouTube-Kanal. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir sind heute bei der Fahrschule Zebra. Gerry, was werden wir heute erleben? Wir wollen uns einfach einmal anschauen, wie denn das eigentlich in der Ausbildung mit Elektromobilität ausschaut. Weil alle die, die heute einen Führerschein machen, die werden ja in einigen Jahren quasi großteils nur mehr mit Elektroautos unterwegs sein. Und das ist ganz spannend, wie werden die auf dieses Thema Elektromobilität vorbereitet. Und zudem werden wir heute die Möglichkeit haben, bei einer Fahrstunde mitzufahren, also in der Realität einmal zu schauen, wie denn so ein Elektroauto im Fahrschulbetrieb eingesetzt wird. Und dann haben wir auch am Abend noch die Möglichkeit, ein bisschen in den Kurs reinzuschnuppern und zu schauen, wie das ganze Thema Elektromobilität in der Theorie denn so vermittelt wird. Damit geht es für die beiden auch schon rein in die Fahrschule. Sie dürfen aber noch nicht in den Lehrsaal. Zuerst geht es für Harry mit Fahrschulleiter Georg Lemmerhofer in die Tiefgarage. Hier werden die Fahrschulautos geparkt und geladen. Die Fahrschule Zebra hat vor einem Jahr eine E-Ladelösung der Salzburg AG bekommen. Und Georg, du hast also diese Ladelösung also jetzt seit einem Jahr im Betrieb. Also, ich kann nur sagen, ja, also wir nützen das einfach. Ja. Wir haben uns das wesentlich komplizierter vorgestellt. Ja. Diese Urangst, die uns so eigen ist, ja, ob das Fahrzeug ja ausreichend geladen ist, gerade im gewerblichen Betrieb, ja, weil wir fahren ja das ständig. Diese Ladeboxen oder diese Wallboxen werden also jetzt von den Fahrzeugen unterschiedlich also verwendet, zeitlich unterschiedlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Während des Tages ist also möglicherweise ein Fahrzeug für euch da oder also auch der Rechtsanwalt. Wir sind natürlich ursprünglich davon ausgegangen, dass alle natürlich um 18 Uhr irgendwie kommen und laden und dann haben wir viel zu geringe Menge sozusagen, ja. Und das ist aber ja in echt nicht so. Also manche stecken zwischendurch an, wir haben Unterbrechungen. Der Anwalt zum Beispiel ist ja tagsüber eben da im Büro und lädt dann. Der Private ist tagsüber wieder außer Haus und lädt in der Nacht. In jedem Fahrzeug ist eine Ladekarte und wir kriegen eine gesammelte Abrechnung aller Fahrzeuge. Das ist für ein Unternehmen wie eine Fahrschule eine große Erleichterung. Gerry hatte sich in der Zwischenzeit mit Fahrschulunternehmer Reinhard im Lehrsaal gemütlich gemacht. Was für zukünftige Autofahrerinnen spannend ist, die jetzt an den Führerschein denken, kann ich jetzt den Führerschein für Elektroauto machen oder brauche ich einen eigenen Führerschein oder wie funktioniert das eigentlich? Fürs Elektroauto an sich nicht per se, aber nachdem ein Elektroauto natürlich Automatikgetriebe hat, ist es so, dass der Führerschein, wenn er mit Elektroauto absolviert wird, dann natürlich eingeschränkt bleibt auf automatisch getriebene Fahrzeuge, Benzin oder Elektro. Ja, und das ist natürlich schon eine Einschränkung. Dass selbst wenn sie jetzt der Fahrschule entscheiden würde, komplette Ausbildung auf Elektroauto zu machen, was ja an sich auch seiner Zukunft dann entspricht, weil 99% wird er ja elektrisch fahren in seinem Leben, dann ist es so, dass der Führerschein eingeschränkt wird. Jetzt habt ihr aber ja einige Fahrzeuge gekauft. Der Georg hat uns schon erzählt, dass ihr bei Zebra insgesamt 8 Elektroautos jetzt habt. Wie setzt ihr die jetzt in der Ausbildung heute ein? Da nützen es wir hauptsächlich für die Perfektionsfahrten nach der Führerscheinprüfung. Bieten wir das an, weil ja da sowieso zum Thema dazugehört, ökonomische Fahrweise. Und da bietet sich Elektrofahrzeug natürlich ideal an. Ich glaube, wir haben eine Vorschülerin, die wir begleiten dürfen, die heute die erste Perfektionsstunde macht und das erste Mal mit einem Elektroauto unterwegs ist. Richtig, kann man das hautnah erleben, wie eben Fahrschüler ganz von Beginn an mit Elektromobilität konfrontiert sind. Und das werden Harry und Gerry demnächst sehen. Wie schlägt sich die junge Autofahrerin bei der ersten Fahrt mit dem Elektroauto? Dazu kommen wir gleich. Denn davor sind Harry und Gerry noch in den Prüfungsraum abgebogen. Ja, wir sind also da jetzt also bei Zebra im Prüfungsraum. Jetzt muss ich eine Prüfungsfrage dem Gerry stellen. Derzeit wird also noch mit Verbrennerautos, mit Schaltgetriebe, also der Hauptteil der Schulungen gemacht. Die Zukunft ist aber dann Automatik. Wie schaut denn das bei einem E-Auto aus? Hat ein E-Auto also ein Getriebe? Ja, es hat ein Getriebe. Es hat in der Regel aber nur einen Gang bei den meisten E-Fahrzeugen. Und das ist ein bisschen verwunderlich, weil beim Handschalter haben wir doch in der Regel 5 Gänge oder 6 Gänge. Beim Automatikgetriebe geht es ja bis zu 12 Gängen.
Und das alles sparen wir uns beim Elektroauto, weil beim Elektromotor das Thema Drehmoment und Leistung, also das, was man beim Fahren ja merkt, über wesentlich größeres Drehzahlband verfügbar ist und damit so ein Getriebe komplett einfach aufgebaut ist. Das heißt, wir haben bei unter Anführungszeichen normalen E-Autos ein Einganggetriebe, also einer vorwärts, einer rückwärts natürlich. Man kann sagen, so Daumen mal Bi-Beilung, so bis 150, 160 km/h Höchstgeschwindigkeit kommt man mit einem Gang aus. Wenn dann ein E-Auto schneller fahren sollte, dann braucht man in der Regel einen zweiten Gang. Das heißt also, dieses zweistufige oder das zweigängige Automatikgetriebe, das ist also für die deutsche Autobahn gemacht, oder? Die gängen auf der österreichischen Autobahn, nur muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil das Tempolimit gilt ja auch für E-Autos, wenngleich man dazu sagen muss, dass natürlich gerade mit den Umwelthundertern, bei den Eagles, die ja alle kennen, das E-Auto im Vorteil ist, weil du einfach mit dem E-Auto schneller fahren darfst. Das kennen wir in Salzburg ja von unserer Autobahn sehr gut. Wenn ein Eagle 100er ist, dann darf ich 130 fahren. Wenn ein Eagle 100 ist, darf ich 130 fahren und wenn rund um die Stadt ein Eagle 80er ist, dann darf ich mit dem Elektroauto 100 fahren. Jetzt aber los, auf zum Fahrschulübungsplatz. Hier lernen Fahranfänger Fahren, Bremsen und Lenken. Auch für die Perfektionsfahrten wird hier mit dem vollelektrischen Mercedes EQA geübt, erklärt Fahrlehrer Mario Seidel. Mario, eine Perfektionsfahrt ist ja normalerweise so, ich habe bereits als Vorschüler den Führerschein und muss nachher in einer bestimmten Zeit muss ich nachher diese Perfektionsfahrt machen. Da setzt hier ganz gerne also den EQA ein, weil er ein Automatikfahrzeug ist, weil er ein E-Fahrzeug ist. Wie kommt denn das bei den Leuten an im Vergleich zum Verbrenner? Ja, also alles, was neu ist, ist grundsätzlich einmal spannend. Wie gesagt, für die Schüler am offensichtlichsten ist einfach der Unterschied Schaltauto versus Automatikauto. Aber auch die Beschleunigung von so einem E-Fahrzeug, dieses lautlose Bewegen, das kommt richtig gut an. Also die sind oft sehr, sehr begeistert und sagen, ja, das ist eine coole Sache. Bringt sie also den Vorschülern auch bei dieses vorausschauende Fahren, wo ich sage, also ein Elektroauto kann ja, wenn ich also jetzt vom Gas runtergehe, der Motor wird also automatisch zur Bremse. Bringt sie einer dieses vorausschauende, zum Beispiel Bremsen, also vor einer Ampel, auch mit dem Auto hier bei? Also grundsätzlich ist ja das ein Inhalt, der fix verankert ist, also fix zur Perfektionsfahrt dazugehört. Mit dem Elektroauto kann man das natürlich auch wunderbar üben, sie anzeigen lassen, dass eben durch die Rekuperation wieder etwas Energie zurück in den Akku fließt. Also das gehört definitiv dazu. Mario, du hast uns also jetzt eine Fahrschülerin mitgebracht, die Kathi, die steht schon da. Hallo. Kathi, fährst du heute wirklich das erste Mal mit einem Elektroauto? Ja, tatsächlich. Und, bist du aufgeregt? Ja, voll. Also ich freue mich richtig mal mit einem Automatikauto zum Fahren und jetzt auch mit dem Neichen. Weil ich bin dann schon sehr gespannt, einfach wie es zum Fahren geht. Ich würde vorschlagen, Dann lassen wir die beiden einmal also jetzt werken. Ja, gib dir mal den Schlüssel. Ja. Den sperrst du noch auf, setzt du mal rein. Der erste große Unterschied wahrscheinlich, wenn du in den Fußraum schaust, im Vergleich zu dem, was wir bisher gehabt haben. Dass da nur zwei Pedale sind. Genau. Genau. Und was jetzt ganz wichtig ist, vor allem wenn man noch nicht so oft oder eben noch nie Automatik gefahren ist, der linke Fuß ganz weg. Der existiert für die Fahrt gar nicht. Also okay. Du brauchst nur den rechten, der wechselt zwischen Gas und Bremse. Der linke, den gibt es nicht. Rekuperation, das ist quasi die Bremsenergie-Rückgewinnung. Wenn du langsamer werden willst, klassischerweise bist du einfach auf die Bremsen gestiegen. Ja. Die Energie, die das Fahrzeug gehabt hat, diese Bewegungsenergie, die war weg. Und da kannst du jetzt quasi den Elektromotor als Bremse verwenden und einen Teil von dieser Energie, die du investiert hast, wieder zurückgewinnen und in den Akku reinladen. So, jetzt aber genug geredet. Kathi muss ja auch noch einmal fahren. Zuerst geht's über den Übungsplatz. Nach einer kleinen Geißbergrunde geht's dann auch wieder zurück. Na Kathi, wie war's? Super, also der fährt richtig butterweich und voll das andere. Ja, zu dem Schalt ist mal ganz was anderes und ich finde das super. Also es war richtig schön ruhig und auch. Ist es mit dem E-Auto trotzdem normales Autofahren oder doch etwas ganz anderes? Es ist schon wie normales Autofahren, einfach, aber es geht halt einfach viel leichter und es ist viel ruhiger drinnen und natürlich, Automatik ist super klasse. Das ist hat mich schon sehr überzeugt. Die Schüler sind begeistert davon und gehen dann eigentlich alle aus der Perfektionsfahrt raus mit ja, coole neue Erfahrung und ist definitiv was ich mir in Zukunft vorstellen könnte. So soll es auch sein.
Die praktische Fahrstunde ist aber noch nicht ganz vorbei, denn auch das Laden eines E-Autos will geübt werden. Gehört natürlich dazu, also am Beginn der Fahrstunde, das Entriegeln vom Stecker, was ja bei jedem Auto ein bisschen anders ausgeführt ist. Also das ist auch mir wichtig, weil nicht, dass man dann irgendwo mal blöd an der Ladestation hängt und dann den Stecker nicht rauskriegt. Und auch nach der Fahrt nicht nur das Anstecken und das Registrieren mit der Tankkarte sozusagen, Stromkarte von der Salzburg AG, sondern auch das weitere Planen. Wann soll er vollladen? Wann fahre ich als nächstes Mal wieder? Soll ich die Standklimatisierung oder Standheizung einschalten? Einfach, dass der nächste oder wann ich selber wieder damit fahre, ich ein warmes oder klimatisiertes oder einfach volles Auto wieder hat. Für Harry und Gary geht es jetzt zurück zur Fahrschule in die Alpenstraße. Hier wartet noch ein Theoriekurs auf die beiden. Gemeinsam mit den Fahrschülerinnen und Fahrschülern rechnet Harry den Energieverbrauch und die Kosten eines E-Autos auf 100 Kilometer gegenüber den Verbrennern von Diesel und Benzin aus. Ein E-Auto ist deutlich energieeffizienter als ein Verbrennerfahrzeug. 20 Kilowattstunden wären nichts anderes als 2 Liter Diesel. Es kostet uns also 5 Euro. Und wenn ich mir einen Benziner anschaue, kostet er mir doppelt so viel. Und wenn ich mir also einen Diesel anschaue, annähernd doppelt so viel. Jetzt gibt es einige, die glauben, dass der Wasserstoff vielleicht die Zukunft ist. Es ist eigentlich nichts anderes als ein E-Auto, nur dass also an Bord noch zusätzliche Dinge sind. Eine Brennstoffzelle und ein Speicher für den Wasserstoff. Die brauchen ungefähr ein Kilogramm mit 33 Kilowattstunden. Und die 33 Kilowattstunden kosten uns also jetzt bei fossilen, aus Erdgas erzeugten Wasserstoff 10 Euro und wenn es also Ökostrom ist, 12 Euro. Das heißt, auch hier sind wir dann, wenn wir ganz CO2-neutral unterwegs sein wollen, beim Wasserstoff in etwa hier in diesem Bereich. Da hat das batterieelektrische Auto also die Nase um Längen vorne. Für Harry und Gary geht heute ein langer und spannender Tag zu Ende. Ein Tipp deinerseits also an zukünftige Fahrschüler, was würdest du ihnen raten, wenn sie in einer Fahrschule, also wenn es um das Thema Handschalter und Automatik geht, was kann man ihnen da an die Hand geben? Also um die uneingeschränkte Fahrerlaubnis zu bekommen, natürlich die Ausbildung mit einem Handschalter, weil das für den Führerschein ganz einfach wichtig ist und damit die Ausbildung auf dem Konzept durchzuführen. Darauf aber zu schauen, wenn es in der Fahrschule ein Angebot gibt, das dann darüber hinausgeht, für das ganze Thema Perfektion zum Beispiel, und ein Angebot für Elektromobilität da ist, das zu nutzen, weil man ja davon ausgehen kann, dass diejenigen, die heute oder jetzt im nächsten Jahr einen Führerschein machen, in ihrer Zeit, wo sie mit Autos unterwegs sind, ja in den nächsten Jahren immer mehr mit Elektromobilität konfrontiert werden und damit natürlich dann frühzeitig auch schon schauen können, dass das notwendige Know-how mitnehmen, das sie brauchen, wenn sie das erste Mal mit so einem Elektroauto unterwegs sind. Außerdem haben wir heute gesehen, dass Ladelösungen für viele Autos auch bei unterschiedlicher Nutzung über einen Lastverteiler sehr gut automatisch gesteuert werden können. Dass man den Stangenparcours mit E-Auto ohne manuellem Schalten spielend leicht meistern kann. Und dass E-Autofahren auch in der Fahrschule richtig viel Spaß macht.